Hey Leute, wir machen heute eine ganz besondere Auswahl-Challenge. Aktuell haben wir das Dreifach-Auswahlkampfturnier. Alle Spieler auf der gesamten Welt sind in diesem Turnier und wir dürfen nicht verlieren, ansonsten sind wir raus. Können extrem krasse Belohnungen gewinnen, legendäre Truhe, epische Truhe, Riesentruhe, legendäre Königstruhe. Aber dabei wird mich der Chat heute versuchen aufzuhalten, beziehungsweise auch zu helfen. Denn heute darf der Chat die Karten auswählen, also der Chat muss reinschreiben, was wir auswählen. Und ich bin mal gespannt, viele schreiben immer in den Kommentaren, dass sie genau wissen, welche Karten sie auswählen würden. Und ich bin mal gespannt, ob die Leute mir heute eben helfen oder eher schaden werden. Ich würde sagen, auf geht's, euch viel Spaß und ich hoffe, dass der Chat die Zuschauer nicht so schlecht entscheiden werden. Die erste Auswahl, 1, 2 oder 3. Also ich würde den Golem nehmen, auf jeden Fall. Mal schauen, was der Chat nimmt. Ist ja viel zu langsam. Oh, die meisten sagen 3, die meisten sagen Hawk. Okay, die meisten sagen Hawk, wenn ich es richtig gesehen habe. Oh, es ist so viel. Okay, 1 oder 2. Es ist so schwer. Ich glaube, 2 sagen die meisten. 2 sagen die meisten. So, dritte Auswahl, wir müssen uns echt mehr beeilen. Dritte Auswahl. 2. 2, okay. Oh Gott, wir sind ja viel zu langsam. Egal, kann ich alles auswählen. Nächste Auswahl. Okay, 3. 2, okay, finde ich auch. Okay, das ist gut. 2 Karten noch, schnell, Leute. 1, okay, gut. Egal, okay. Also erste Runde, wir müssen das nächste. Ich hab noch einen Spam-Modus drin gehabt, deswegen konnten die Leute nicht reinschreiben. Das Deck, was ihr mir gecraftet habt, ist aber ganz gut eigentlich. Wir haben jetzt Kanone, wir haben Hawk. Ja, das ist gut. Also Bowler gewählt, Dark Prince. Ja, ja, sehe ich mich auch. Okay, Gegner spielt Angst, ist leider ein E-Giant. Aber wir haben die Ken dabei, das ist wichtig. Mal schauen. Ah, mal schauen. Also ich werd gleich mal den Spam-Mode rausmachen, den wir jetzt noch drin haben. Oh, nee, aber jetzt haben wir natürlich... Wir haben keine Kanone und nichts im Cycle aber auch. Aber wir haben... Es geht noch, es geht noch. Oh, der hat Nado E-Giant craften dürfen. Wie unfair ist das denn bitte? Oh mein Gott. So, da gehen wir jetzt mal direkt rein. Oder wir gehen in andere Lane rein eigentlich eher trotzdem. Mit Hawk jetzt direkt. Ihr habt mir ein super Deck gecraftet, Leute, wirklich. Also, ist ohne Witz. Wir haben Kanone, wir haben Hawk, wir haben richtig schnellen Cycle. Also, unsere Taktik ist, wir gehen in den ersten 2 Minuten natürlich rein, wenn es geht, aber das wird natürlich schwierig werden. Weil das Problem natürlich so ein bisschen ist, dass er eine sehr gute Verteidigung und halt auch Nado, das ist echt nicht so nice. Aber jetzt können wir reingehen. So. Jetzt warten wir. Oh, der könnte einen guten Nado spielen, müssen wir aufpassen, wegen dem Ius auch. Jetzt kommt wahrscheinlich der Nado. Nee. Doch, da kommt der, wie lost. Alter, der Hawk hält sich noch um, aber es ist völlig in Ordnung. Ich hätte sogar noch Bats reinbringen können. Aber schaut euch diesen Ivus an. Und wir sind jetzt direkt in Blitzreichweite, das ist sehr gut. Wir pressen an der Brücke mit dem Dark Prince. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Druck, aber ich glaube, der Gegner... okay, er gibt noch nicht Ocke. Sehr gut, Bats sind dran, Dings ist auch dran. Wir bringen direkt einen Blitz drauf. Sehr, sehr geil. Mutterhexe nehmen wir auch noch mit. Ja, haben wir auch noch mitgenommen. Ich dachte ganz kurz, dass nur der die Dings gefokust hätte, die Schweinchen, aber alles gut. So, jetzt Kanone rein. Jetzt warten wir kurz ab und es gibt so eine fette Luftpost. Und der Tornado... Was? Nein! Er hat doch ein Schweinchen getroffen. Die Mutterhexe war noch am Leben. Wie? Ist ja egal. Wir gewinnen das jetzt. So, wir machen am besten auf der anderen Seite Druck. Weil an sich haben wir sowieso den rechten Turm mit dem Lightning. Wir müssen jetzt nur echt aufpassen. Jetzt sollten wir den Turm sogar kriegen, glaube ich. Oh, das ist so gut. Einfach ein bisschen defensiv bleiben. Bring den nächsten Bowler. Ey, er hat das so gut gedraftet. Oh mein Gott. Erstes Spiel gewonnen. Wir gehen rein in den nächsten Draft. Das sieht verdammt gut aus. 1, 2 oder 3. Die meisten gehen Pekka. Okay, Pekka ist auch fein. Okay. Zweite Karte. Prinzessin, Feuerwehrgrin, Spearkopf. Das ist schwierig. Ja, die meisten so 2 hätte ich jetzt gesehen, oder? Ja. Ja, Pekka, Feuerwehrgrin ist nice. Okay. Frostrakete, Erdbeben. Die Auswahl ist dreckig. Die meisten 3. Ja, Erdbeben. Ja, sehe ich auch so. Oder habe ich falsch gesehen? Ich habe egal. Grabstein, Ivo. Was ist das denn? Oh, das ist schwierig. Reihe. Was ich gesehen habe. Es ist so schwer zu sehen. Okay, oh, Bowler, Sparky, Mutterhexe. 2. Ernsthaft, Pekka, Sparky? Oh Gott. Okay, wir nehmen, ich denke, ihr wollt wahrscheinlich eher Nado, oder? Ja, okay, alles bleiben 2. Okay, 2 Karten noch. Na, ja, ist wieder vorbei. Okay, die letzten 2 Karten müssen... Wir schaffen nicht immer alle Karten, weil es ein bisschen lang... Nein! Das haben wir Mega-Ritter bekommen. Oh, F, egal. Anders können wir es nicht machen, sonst... Oh, okay, ich bin einverstanden mit dem Mega-Ritter. Yo, habt ihr mit Absicht mir gerade wirklich Pekka Sparky gegeben? Oder habe ich das falsch gelesen im Chat, dass die meisten Sparky haben wollten? Mega das Sparky direkt rein. Der Babytrache ist irgendwie ganz woanders. Theoretisch, wenn ich gut wäre, könnte ich dann den King Tower ziehen. Ich versuche es mal. Komm. Perfekt, auf jeden Fall. Theoretisch geht das. Ich konnte es noch nie. Ich konnte es noch nie. Auch als ich noch E-Sportler war, habe ich es nicht hinbekommen. Theoretisch geht das eigentlich. Och Mann. Junge. Bring mir Feuerwehr können. Haben dafür den ersten Turm schon. Wie geil. Guter Draft. Eigentlich komplett loster Draft, würde ich sagen. Aber keine Ahnung, es funktioniert ja scheinbar. Also. Ich darf ja nichts gegen den Draft sagen, so gesehen. Grabstein gibt. Also, ich finde, ihr habt zu viele. Ich habe vor allem. Also, ich finde vor allem eure Drafts sind oft sehr teuer. Ich weiß nicht. Oh mein Gott, das Timing. Aber Drafts sind echt oft sehr teuer. Ich hätte auf jeden Fall nicht noch Packer genommen oder noch den Sparky. Ich hätte eher so mehr. Ich gehe mehr auf Cycle persönlich, aber das ist ja Ansichtssache, was man macht. Jeden das seine. Der Chat scheint voller Leute zu sein, die, keine Ahnung, so 4,5er
Packer Sparky Decks spielen. Gerne. Aber ich finde es auch nice, aber ich glaube nicht, dass es der beste Draft wäre. Aber ihr könnt auswählen, was ihr wollt. Ihr müsst nicht zwingend das Beste auswählen. Gar keine Frage, ne? Oh, kann die Hexe vielleicht beschützt werden? Das wäre so wichtig. Ah, schade. Der Erdbeben kommt. Ja, naja, egal. Ignorieren wir das mal. Der Gegner war wirklich schon ein bisschen früh, muss man sagen. Jetzt gehen wir so Feuerwehrkerl nochmal. Erdbeben Nado, dann haben wir das. So. Ups. Ah. Nice. 1, 2 oder 3. Oh, das wäre schwer zu sagen. Ist immer so knapp 3. Die meisten haben EOS, ja. 2, glaube ich, die. Ne, 1 die meisten Poison. Mhm. 2, Eismagier. Eismagier? Eismagier und EU, seid ihr lost? Jetzt aber Golem, Hawk oder Elixier-Golem, bitte Chat, bitte lass mich jetzt nicht hängen. 2, och, nee, Hawk, okay, ja, okay. 3, Tornado, ja, Tornado, ja, gut. Darkwind, sehr gut. Oh nein, Wutzauber, Infernoturm, sehr gut. Leute, ihr habt so Luck gehabt, wisst ihr, dass wir eine Tornado bekommen haben? Eismagier war so ein dummer Pick eigentlich. Was habe ich denn für Freewins, hä? Das gibt's doch gar nicht, hä? Oh, okay, ist klar. Egal, trotzdem gewinnen wir das eigentlich relativ locker. Das sind wirklich, also es ist böse gemeint, das sind ja wirklich komplette Freewins. Oh, das soll jetzt so gemein werden, WTF. Oh, Junge. Wir bringen, würde ich sagen, wir lassen mal den Eismagier für den Hawk tanken. Oder auch so. Ah, doch, ist fein, sehr gut, oh mein Gott. Der ist voll dran, die Valkyrie ist anders. Und ganz anders unterwegs. Und der Hawk wird, glaube ich, einen Turm holen sogar, oder? WTF, Alter. Leute, also eure Kartenpicks laufen hier soweit. Wir sind ein netter Chat. Ja, auf jeden Fall bisher heute. Ich kann mich nicht beschweren. Gut, er macht es uns aber auch halt wirklich ganz leicht, ne? Das können wir halt einfach hier ab. Jetzt können wir hier sowas machen. Wir machen mal, ich spiele jetzt mal so aus, würde ich sagen. Also interessant, dass ihr Eismagier und Evos pickt. Hätte ich jetzt nicht gemacht, aber es klappt halt auch, ne? Wenn wir hier einen Wutzauber einfach. Zack. Zieh! Ja, interessanter Pick, aber es läuft. Ja, Chat, ihr seid echt krass, also muss man wirklich sagen, bisher. Aber wir bleiben ungeschlagen mit euren Picks. Das ist, weil die Gegner sind auch bisher irgendwie auch nicht die besten. Das sind drei Karten, die ich jetzt nicht unbedingt nehmen würde. Ja, komm, eins soll ich eher die meisten. Rost, Feuerball oder Rakete? Ich würde auf jeden Fall Feuerball nehmen. Der Chat auch, sehr gut. Echt? Feuerwerke? Jawohl, Chat, sehr gut. Tesla, ja, sehr gut, sehr gut. Lock, Tornado oder Snowball? 2. Snado? Nado? Ja, wobei, doch, ja. Pumpe haben wir noch gekriegt. Oh nein. Wir supporten noch, dass er nicht den King Tower einfach anmachen kann. Also ihr habt mir so eine Verteidigung mit Tesla, Tornado und. Oh mein Gott. Muss jetzt aufpassen. Tesla, Tornado und so weiter getraftet. Ey! Gutes Timing, okay, Bats sind gerade raus. Ey, wir müssen jetzt noch comebacken. Hat denn der Valkyrie nicht noch gehabt? Oh, ein Mega-Ritter, egal, okay. Der ist auch viel Schaden. WTF, das ist gut. Tesla gibt's nochmal rein, dass wir den schnell down kriegen. Das ist mega los von ihm. WTF, sehr gut. Er hat echt eine Valkyrie, er haut sie übel los raus, wie gut. Ja, das müssen wir eigentlich comebacken. Ich mach die Aktion. Von uns ein Schaden, ganz dringend. Feuerwehrkern macht einen Job mit Tornado drauf, okay. Oh mein Gott, noch 17 Sekunden. Die Feuerwehrkern rasiert nochmal alles weg. Es wird wahrscheinlich eine Valkyrie reinkommen, logischerweise. Aber es wird normalerweise nicht ausreichen. Die Sekunden laufen. Jawohl. Aber wie wollen wir den Turm da... Oh mein Gott, das ist so ein loses Deck, wirklich. Das ist sehr grauenvoll. Na, wir müssen... Feuerwehrkern, schieß doch bitte nochmal. Ja, sehr gut. Schieß nochmal, bitte. Jawohl. Dann gibt es jetzt von uns einfach einen Tesla hier davor. So, jetzt gibt es einen Eisgummi einfach davor. Das ist gar nicht mal so schlecht, so. Oh, das war leider sehr gut von ihm, fand ich. Das Ding ist, wir kriegen zwar verteidigt, aber die große Frage ist eher, wie wollen wir den Schaden machen mit so einem Deck? Und jetzt gibt es einen unfassbar wichtigen Kite. Oh mein Gott, der war so wichtig. So, gibt es das hier, würde ich sagen. Der Feuerwehrkern-Verbindung könnte das ganz gut werden, hoffe ich. Ja, er macht es halt smart, dass er jetzt hier einfach dann, ja, den so cycelt, ne? Aber das ist gar nicht mehr so schlecht vielleicht jetzt. Okay. Wir müssen die eigentlich jetzt wegziehen. Die Kack-Valkyrie mit der Übelträgung für Schaden. Oh mein Gott. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen ein Steamplay hier. Oh mein Gott. Yes. Oh mein Gott. Das ist so dumm, dass es wieder klappen könnte vielleicht. Muss schauen. Ziehen wir nochmal weg, würde ich sagen. Einfach für den Damage vom Extra. Und dann Feuerball. Das ist so dumm eigentlich. Das klappt, glaube ich, wirklich. Oh mein Gott. 15 Sekunden noch. Jetzt gibt es ein Eiskohl und eine Feuerwehrkerin. Haha, Junge. Das hat irgendwie... Das Deck war ja so schlecht. Das war es ja nicht, aber das haben wir, glaube ich. Alter, Verteidigung mit Tornado Feuerwehr kam da übel krass. Jetzt habt ihr uns getraftet. Geil, Mann. Okay, Luftpost, Sepp oder Barbarenforce? 1.
Ja, Luftpost ist immer gut, finde ich auch. Boah, ich würde einen Grabstein nehmen. Ja, ja. Okay, der Chat sagt 3, also Valkyrie ist auch gut. Jetzt bitte noch eine Win Condition. Ja, okay, Win Condition können wir auch noch draften. Sehr gut. Ey, wir sind übel schnell die Runde. E-Giant. Poison, okay, alles ein Poison. Ja, gut, ist obvious, dass ihr Poison nimmt. Magieschützen noch und der. Boah, ja, also komm, mit dem Deck können wir eigentlich gar nicht verlieren. Das ist ja komplett OP. Okay, wir starten rein mit dem. Ja, komm, mit dem Rufen einfach. Ah, schmerziger. Okay, ist noch in Ordnung, aber. Und trotzdem ordentlich Schaden auch im Turm. BTF? Was ist das bitte gerade gewesen? Ja, der Cycle gefällt mir jetzt nicht besonders, ehrlich gesagt. Aber was soll ich machen? Ey! Oh, okay. Der Lightning hat uns, muss ich sagen, ehrlich, der hat uns echt gut hops genommen. Hatte ich auch nicht mit gerechnet. Der halbe Turm ist weg. Wow, geht ganz schnell. Oh nein. Okay, das habe ich. Die war so weit links gestanden. Normalerweise klappt der Spot, aber die war irgendwie ganz links gestanden. Deswegen hat es nicht geklappt. Also ich glaube, ich muss niemandem erklären, dass es echt kacke aussieht in dem Game. Das sieht gar nicht gut aus. Oh, aber wichtig, der E-Geist, okay. Geht's andere Lane. Wir wollen auf jeden Fall jetzt keinen Spell-Value geben, natürlich. Wäre ja absolut bescheuert. Es ist sehr aggressiv und ist der Prinz. Wird vom restlichen Grabstein einfach noch aufgehalten. Ah, wir haben keinen. Oh, das ist so. Oh, dass wir keinen Nado haben, ist so dumm, ne? Ja, Schmerz. Einfach schön defensiv jetzt bleiben erstmal. Okay, was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist halt Druck, ne? Würde ich sagen, an der Brücke. Am besten noch am Turm connecten, das wäre wichtig, komm. So, wieder Magieschützen defensiv in der Zeit schon mal. Wir brauchen noch leider hier eine Valkyrie. Oh, nein, Chat, nein, das sieht nicht gut aus. Kacke. Der ist halt so dumm noch connected. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so gut von ihm tatsächlich. Mal schauen. Haben wir sowas? Ja, der hat mir halt wehgetan, aber das passt. Oh, er hat den Dings rausgehauen. Oh mein Gott, wieso? Das war. Oh, das ist auch nochmal schlecht. Magieschütze muss jetzt am besten den Turm absnipen. Das wäre optimal. Er trifft natürlich nicht den Turm, aber egal. Ein Poison drauf. Treff den Turm bitte, treff den Turm. Ja, jetzt. Wenigstens für ein, zwei Hits ist in Ordnung. Besser als gar nichts. Okay. Einfach wieder Ofen nach hinten. Ey, wenn wir das gleich noch comebacken, wär's echt. Das wäre wild. Okay, wieder den Mega-Hitter rausgehauen, finde ich gut. Ist der nicht sogar jetzt in Reichweite? Vom E-Giant? Dann haben wir, glaube ich, gewonnen. Der muss in Reichweite, sonst haben wir verloren. Der ist in Reichweite, jawohl, er muss ein Lightning bringen. Magieschütze, Magieschütze, ich check's jetzt erst. Kacke, ich früher checken müssen, egal. Zack, jawohl. Oh mein Gott, Leute, das wird so spannend. Der ist leider nicht im Turm, egal. Brauchen auf jeden Fall noch einen Grabstein schnell. Luftpost so schnell, es geht noch. Schlechte Pfeile, jawohl, jetzt können wir reingehen. Ich glaube, wir haben ihn jetzt sogar. Jetzt bitte, gib mir jetzt bitte Value für den Magieschützen. Kudde, komm, yes, wir haben noch gecomebackt. Jawohl. Wir bleiben im Rennen, Chat. Wir haben 13 Siege. Und 2 Siege werden für die maximalen Belohnungen. Okay, Hütte, Rekruten oder Bombenturm? Im Bombenturm. Okay. Ja, ja, ja auch. Ja, die Auswahl war aber auch echt beschissen gewesen. Das sage ich ganz ehrlich. Bogenschützen? Okay. Inferno-Trache, Magier oder Babytrache? Boah. Inferno. Okay. Hier geht auch Frost. Finde ich gut. Oh, bitte Friedhof. Das wäre so ein gutes Friedhof-Deck. Bitte jetzt nicht irgendwas rostiges. Oh, Mortar. Mortarlock noch, okay. Ey, ich war noch gar nicht ready. Was ist das denn jetzt hier? Mal einfach denselben Play gehen, ist auch einfach voll rein. Ach komm. Das ist insaner Value für den Henker. Ja. Hi. Ice Cone noch davor. Komm, bitte. Ach, der eine Bogenschütze. Ja, geht eigentlich echt. Die haben noch guten Job gemacht. Das Deck ist so dumm. Okay, hat noch einfach Kanji, okay. Hab ich jetzt überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, muss ihm lassen, war ein guter Feuerball. Aber auch ein echt bescheuertes Log von mir. Mist. Ja, wir haben halt überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie Schaden zu machen. Was soll ich denn machen? Log Cycle oder was? Ah, der Bogenschütze wenigstens. Ja, lieber ein bisschen Schaden als gar keiner, ganz ehrlich. Dann bringe ich jetzt einen Bombenturm extra weit nach vorne, dass er da keinen Feuerball draufhaut. Was soll das denn? Okay, macht er jetzt trotzdem natürlich einen Feuerball, klar. Wir frosten es halt for real jetzt. Das ist so dumm, aber was. Und wir werden halt echt Log Cycle jetzt anfangen. Der Ice Golem muss jetzt reincarryen, bitte. Wichtig. Jawohl, guter Ice Golem. Er schläft. Nicht mehr schauen. Log wieder drauf, genau. Schönes Log. Kann er machen, soll er machen. Bisschen machen. Bombenturm. Klar, wenn wir jetzt wieder einen guten Feuerball raushauen. Wir haben jetzt ja, mit unseren Logs langsam haben wir echt ein bisschen Schaden gemacht. Das ist nice. Und auch der Feuerball. Es ist in Ordnung, weil letztendlich kriegt ihr keinen Hit raus von den Truppen, oder? Henker wird gleich. Sehr gut. Wir nehmen jetzt einfach Wächter in die Brücke. Jawoll! Ich wollte gerade sagen, es gibt ja vielleicht mit einem guten Timing eine Prinzessin. Den haben wir auch geschafft. Und jetzt gibt es einfach. Okay, es war ein bisschen früh, aber egal. Noch ein Mortar. Ey, es ist aber so nervig mit seinen ganzen Truppen. Was will der denn? So, und jetzt ist eigentlich die Chance. Ein guter Feuerball bringt uns eigentlich nicht so viel. So, jetzt ist nämlich die Chance für den Push mal. Ich kann gerne zuerst die Prinzessin hitten, das ist in Ordnung. So, und jetzt. So, da kann er Elixier mehr. Loggen wir das nochmal, das ist perfekt. Das frosten wir.
Es ist so ein dummer Frost, aber es ist halt eigentlich total smart. Schaut euch das an, wir kriegen noch einen Hit raus, oder? Oh mein Gott, der Frost war so genial. Bombenturm, noch ein Eiskunde schnell zum Verteidigen, noch ein bisschen. Cyclen wieder. Junge, diese zwei Gebäudeverteidigungen, das ist anders gut. Wie schön. Der Bombenturm greift noch die Prinzessin nebenbei an, finde ich auch gut. Alle Truppen helfen hier wirklich mit. Machen wir das hier, jetzt gibt es noch einen Bombenturm dazu, würde ich sagen. Den frosten wir ganz schnell. Wir loggen das direkt, wir sagen ja sowieso die ganze Zeit Logs. Der Bombenturm. Was ist das für ein geiles Deck? Nicht schlecht, schreibt er. Eiskunden. Eiskunden Chip Nummer. Schönes Match, GG. Jameson da, natürlich wie immer auch gerne an Creator Code für Jonas denken. Wenn ihr mich supporten wollt im Shop, vielen Dank. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Opening. Auf geht's. Was bekommen wir am besten? Was brauchen wir? Ich glaube, sowas wie Golem Nachthex ist immer ganz gut, oder? Ja, wohl den Eismark jetzt nicht unbedingt. Mal schauen, was wir noch alles kriegen. 10.000 Gold. Epische Truhe. Wir haben schon, glaube ich, Golem auf dem Account. Riesentruhe, komm. Nee. Elixier-Golem, das ist der falsche Golem. Jetzt die legendäre Königstruhe, komm. Joker, den random vergeben. Oh, ich habe zu viele Joker auf dem Account. Kacke, das tut weh, dazu zu schauen. 88 legendäre Joker, was ist da denn passiert? AG haben wir. Hawk. Was haben wir schon next? BTF. Log ist eigentlich immer ganz gut, oder? Ja. Ach, wir kriegen Champions sogar, stimmt. Geil. Ich wollte eigentlich gerade Queen sagen. Schade, perfekt, auf jeden Fall. Golden Knight ist echt krass genervt worden. Der ist nicht mehr so stark. Deswegen nehmen wir Skelly King. Und kommen jetzt hier zur Magietruhe. Komm. Legendäre. Schade. Würde ich sagen, so viel zur heutigen Challenge. Lasst auch gerne ein Abo da. Schaut auch im Abstand vorbei, wie immer. Für weitere Videos. Und ja, haut rein. Ciao.